Als Millionärin oder Millionär in die Rente verabschieden? Oder mit einer schicken Segeljacht in die Rente schippern? Wenn du dich fragst, wie das funktionieren kann. Hier der Weg zu deinem Ziel. Sparen. Ja, wirklich. Du kannst nämlich schon mit kleinen monatlichen Raten viel erreichen, indem du nicht nur dein Guthaben, sondern auch deine Zinsen für dich arbeiten lässt. Und besonders clever? Die Zinseszinsen arbeiten gleich mit auf dem Weg zu deiner Million. Zinseszins? Was ist das? Fürs Ersparte gibt es Zinsen. Für die Zinsen, die auf deinem Konto verbleiben, gibt es wiederum Zinseszinsen. Zinsen für die Zinsen also. Auf dem Weg zu deiner Million machen die Zinseszinsen eine Menge aus. Aber wie startest du? Lass uns mal kurz rechnen. Wie viel müsstest du monatlich zurücklegen? Monatlich reichen schon 160 Euro aus. Ja, das ist nicht gerade wenig. Aber du willst ja schließlich Millionärin oder Millionär werden. Bei einer Verzinsung von 5% und monatlichem Sparen hast du dein Ziel mit etwa 67 Jahren erreicht. Wenn es nicht unbedingt die Million sein muss, verschafft dir 50 oder 60 Euro auch eine gute Perspektive. Aber wie geht das? Geringe Sparrate, aber trotzdem guter Ertrag? Wenn deine Eltern bei deiner Geburt 160 Euro von deinem Kindergeld ansparen würden und du diesen Vertrag weiterführst, habt ihr zusammen bis zu deiner Rente 130.000 Euro eingezahlt. Dass trotzdem am Ende die Million auf deinem Konto steht, liegt an der Verzinsung und dem Zinseszinseffekt. Würde man sich jährlich die Zinsen, die man für sein Erspartes erhält, auszahlen lassen, würde man am Ende lediglich ein Drittel der Million bekommen. Wenn du aber die Zinsen auf deinem Konto lässt und dafür wiederum Zinsen kassierst, also die Zinseszinsen, hast du die besten Chancen auf eine Million. Also Zinsen auf dem Konto lassen, Zinseszins kassieren, früh anfangen zu sparen, damit der Zinseszins lange wirken kann. Spar dich jetzt mit dem Zinseszinseffekt zum Millionär. Du hast noch Fragen zu Zinsen und Zinseszins und möchtest mehr über Vermögensbildung wissen? Melde dich gerne bei deiner Volksbank und Raiffeisenbank. Wir beraten dich gerne.